Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, hat eine tolle Auswirkung. Und diese 30-jährige Erfahrung möchte ich Unternehmen weitergeben und zeigen, dass es wirklich zu einer Win-Win-Win-Situation kommt. Es ist nicht ein soziales Projekt, sondern es hat eine wirtschaftliche Kraft. Unsere Arbeitswelt hat sich sehr verändert. Welche Chancen das für Menschen mit Behinderung bringt, wollen wir gemeinsam mit unserem Partner beleuchten. Wir sind in die Digitalisierung katapultiert worden. Das heißt, hybrides Arbeiten ist zur Normalität geworden. Es gibt auch die technischen Tools, dass Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilnehmen können. Das ist eine Riesenchance. Diese Brille erkennt auch Personen und schafft wieder neue Möglichkeiten. Und wieder hier das Stichwort: Technologie verschiebt die Grenzen der Behinderung. Das ist großartig. Mein Wunsch wäre, dass der Bekanntheitsgrad von Technologien, die Menschen mit Beeinträchtigungen das Leben erleichtern, deutlich steigt, weil es ist sehr viel möglich, aber es ist leider sehr wenig bekannt. Homeoffice und Digitalisierung eröffnet für viele Menschen ungeahnte Möglichkeiten. Ein sehr inspirierendes Beispiel ist Herr Wagner aus der Steiermark, der seit über 20 Jahren für ein Online-Wettbüro tätig ist. Also die Technologie oder das digitale Zeitalter ist für mich eigentlich sehr wichtig, weil eigentlich ein ganzes Leben oder der Alltag besteht aus Digitalisierung. Wir sind ein digitales Unternehmen. Ohne Digitalisierung würde ich nicht die dementsprechende Selbstständigkeit und auch nicht einen gemeinsamen Arbeitsplatz haben. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach von vornherein nicht zugetraut werden. Und Menschen mit Behinderung haben viele Begabungen, die genau durch die Behinderung entstehen. Und das heißt, Menschen mit Behinderung können mit den modernen Möglichkeiten vollwertige Arbeit leisten und gleichzeitig ihre speziellen Kompetenzen einbringen, die Menschen ohne Behinderung nicht mitbringen. Ich bin Autistin. Ich mag repetitive Tätigkeiten, wo Genauigkeit nachgefragt wird. Was für andere uninteressanter Job ist für mich eine Leidenschaft. Die wesentlichen Stärken von Autisten sind ihre Strukturfähigkeit und diese Strukturfähigkeit, die sich in die Arbeitsweise sehr gut integrieren lassen. Die Kernbotschaft an Unternehmen ist, das Engagement für Menschen mit Behinderung nicht als Wohltätigkeitsveranstaltung zu sehen, sondern wirklich als Business-Chance zu nutzen. We need business to take a fresh look. We need people with disabilities to be brought in as expert advisors, so that we end up making it much, much easier to find exactly the talent they require from the broadest possible pool of talent. Zu wünschen wäre, dass Firmen offen genug sind, um zu erkennen, dass auch behinderte Menschen einen wertvollen Beitrag leisten können, zumal wenn sie gut qualifiziert sind. Unternehmen sind gefordert, ihre Arbeitsprozesse neu zu denken. Und hier sehe ich eine große Chance, Menschen mit Behinderungen mitzudenken und mit einzubeziehen. Wir sagen dazu gern, die Technik macht vieles möglich. Das stimmt aber nur zum Teil. Denn möglich machen es immer die Menschen. Gerade Menschen mit Behinderungen sind es gewöhnt, neue kreative Lösungswege für ihre Herausforderungen zu finden. Und genau dieses Potenzial sollten Unternehmen jetzt nutzen.